bin Jenny. Ich bin Forrest, Forrest Gump. Sie war meine allerbeste Freundin. Meine einzige Freundin. Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast Nummer 476 und mit mir in der Leitung ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Ja, Luise ist doch noch nicht da, aber die sehe ich ja übermorgen, genau, in Berlin. Mal gucken, ob ich da mein Aufnahmegerät mitnehme oder nicht. Ansonsten ist sie dann die Woche drauf mal in der Sendung und wird dann was über den neuen Minions-Film erzählen, da ich einfach unverbesserlich 3. Aber heute geht's erstmal um die Sneak Preview der Woche. Da hatten wir den Film Die Migrantigen. Und dann haben wir so jeder von uns noch ein bisschen was geschaut und mal gucken, was uns noch so einfällt. Ein neues Gewinnspiel gibt's. Bei einem Gewinnspiel müssen wir die Gewinner auslosen, nämlich bei Morris aus Amerika. Die Blu-ray und die DVD braucht einen Gewinner. Und ja, gucken, was uns noch so einfällt. Lass uns mal loslegen, Kate, huh? Ja. Jo. Die Migrantigen, da warst du nicht mit in der Sneak. Den habe ich gesehen zusammen mit dem Chris. Der Film ist ein österreichischer Film und man sieht auch teilweise so diese typischen österreichischen Darsteller, wie der eine, der diesen, heißt der Harder oder hat er den Harder immer gespielt hier, der österreichische Schauspieler. Weißt du, wen ich meine? Nee, ehrlich gesagt nicht. Moment, ich gucke mal ganz kurz hier. wir hatten schon einige Filme, doch, der heißt Josef Harder, der Schauspieler, genau. Okay. Der hat auch mitgespielt, ganz am Anfang. In so einer Szene, er hat so einen Typen gespielt, der so ein Casting gerade macht und dann haben wir gesehen, dass ein Schauspieler, den er gerade casten wollte, dass er den nicht genommen hat, aus verschiedenen Gründen. Und dieser Österreicher, der aber, ja, der wollte irgendwie einen arabischen Taxifahrer spielen oder sowas und hatte aber nicht die Rolle bekommen. Und mit seinem Kumpel zusammen, der, weiß nicht, was hat der eigentlich für einen Hintergrund? Also der eine heißt Marco und der andere heißt Benny. Genau. Und die Eltern von denen sind zwar irgendwie mal aus dem Ausland gewesen, aber die beiden sind in Österreich geboren und haben nicht mehr viel ausländischen Habitus, um es mal so zu sagen, ja. Und als er sich mit seinem Kumpel trifft, erzählt er ihm das so, dass er für die Rolle von dem arabischen Taxifahrer abgelehnt wurde und dann zeigt er ihm so, während sie da auf so einer Couch mitten im sozialen Brennpunkt irgendwo sitzen, zeigt er ihm dann so, spricht ihm quasi vor, wie er das gemacht hätte, da den arabischen Taxifahrer. Und in dem Moment kommt gerade so ein Dokumentationskamerateam vorbei. Die wollen gerade so diesen sozialen Brennpunkt da so ein bisschen filmen und sehen die beiden nun und sehen da so ein bisschen so ein typisches Beispiel für Migranten, die dort in diesem Viertel wohnen und wollen da so eine Art Doku-Soap mit denen machen. Die sind natürlich beide jetzt die kommen ja nicht aus diesem sozialen Brennpunkt, ja. Und weil beide aber Geld brauchen, also der eine will quasi seine Schauspielkarriere damit vorantreiben, er will quasi den Migranten spielen, den die haben wollen, um dann irgendwann das platzen zu lassen und sagen, hey, ich habe die ganze Zeit nur geschauspielt, guck mal, ich bin ein guter Schauspieler, in der Hoffnung, dass er dann bessere Rollen kriegt. Und sein Kumpel, der hat so eine Werbeagentur und die haben gerade auch bei so einer Getränkefirma, die haben irgend so einen Tee oder sowas, so eine Art, in der Dose, so ein Hipster-Getränk. Da wollten die gerade die neue Werbekampagne dort bekommen und haben da auch so ein paar Ideen gepitcht und haben da sehr viel Initiative reingesetzt und es sieht alles ganz gut aus, dass die den großen Auftrag von denen kriegen. Ist auch dringend notwendig, denn der kleinen Agentur geht es schon gar nicht mehr so gut. Und müssen schon abwarten, mit Rechnungen bezahlen und so. Und er bekommt dann aber doch nicht diesen Auftrag von dieser großen Agentur, was halt ihn an Rande des Bankrottes oder überhaupt knapp drüber führt. Das heißt, er braucht also auch dringend einen Job. Und als dieses Kamerateam
dann sagt hier DokuSoap Tränen, denkt er auch, da gibt es ein bisschen Geld dafür und dann spielen die halt diese Ausländer und recherchieren selber noch ein bisschen in dem Milieu, das heißt, sie begeben sich da in das Milieu und sprechen halt mit oder wollen halt mit Leuten sprechen, wie es ihnen dort geht und das Ganze ist aber alles ein bisschen, naja, sie kriegen das nicht so richtig hin, also die Leute, von denen sie Informationen haben wollen, die durchschauen das Spiel relativ schnell, lassen sich da dafür bezahlen und spielen denen halt auch eine Rolle vor, ja, also so nach dem Motto, was die denken, was die anderen jetzt gerade sehen wollen und wiederum, die beiden spielen dann in dieser Doku-Soap nun wirklich so diese absoluten Assis, die da nur auf der Stütze leben und auf der Tasche von allen anderen, ja, auf Staatskosten und nebenbei aber trotzdem noch ein gutes Leben führen, weil sie irgendwie Drogen verticken und da entsteht halt ein völlig falsches Bild und da sind die halt maßgeblich dran schuld, weil die das ja so verkaufen, die zwei. Und ja, es führt dann dazu, dass dass in dem Milieu, wo sie sich bewegen, wird das nicht gut aufgenommen, dass die zwei nun sowas darstellen, ja, also in diesem Viertel ganz besonders. Und da kriegen sie auch einigen Ärger. Und das Ganze hat halt noch so eine Gesellschaftskritik, eben, ja, was das Fernsehen so produziert und was sie so für Meinungsmache und auch für eine Macht haben. Das ist halt auch noch mit drin. Es sind paar ziemlich gute Witze drin, fand ich. Also es ist halt echt lustig manchmal, aber andererseits ist es auch wieder einfach so, wo man sich denkt, ach nee und so. Das ist halt alles so hart an der Grenze von dass es einen nervt und zwischendurch mal ein bisschen lustig und dann nervt es wieder und dann, ja, dann gibt es immer noch irgendwelche Nebenfiguren, wie den Vater von dem einen, der muss gepflegt werden und so. Und ach, das, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie gut gemeint, der Film auf jeden Fall, aber nicht mit den richtigen Mitteln umgesetzt, fand ich. Das, ja, lässt sich. Die Story an sich hört sich gar nicht so schlecht an. Ja. Also ich habe von dem Film, als der losging, habe ich noch nie was davon gehört gehabt. Deswegen war ich da völlig unbelastet. ich dachte da ein bisschen, es geht in eine andere Richtung. Eher so ein bisschen Ali G in the House mäßig vielleicht, weißt du? Dass die sich, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, den hatten wir damals auch mal in der Sneak. Und, also quasi jemand, der offensichtlich so einen Migranten nur spielt und völlig oben drüber und so. Aber so war es halt auch nicht. Die bewegen sich zwar genauso und lassen sich dann halt auch sponsoren von irgendwelchen Klamottenfirmen und ziehen dann diese wirklich komischen Klamotten an, mitten im Ghetto oder. Ach nee. Es ist. Also, man kann es vielleicht mal gucken. Es war auch jetzt kein Totalausfall für die Sneak. Gerade so die meistens manche österreichischen Filme, die wir da so hatten, die waren eigentlich alle irgendwie so ganz gut. Ich hätte mir halt mehr von dem Harder gewünscht, weil dem seine Filme waren eigentlich immer richtig gut. Selbst dieser Wilde Maus, den wir letztens hatten, war eigentlich ganz gut. Ja, aber sonst, nee. Also, der eine, der diese Agentur hatte, der Marco, oder er nennt sich dann in der Reality Soap, nennt er sich Tito, und der andere nennt sich Omar. der Marco, der hat auch eine Freundin und die ist schwanger und deswegen kommt da halt auch noch ein bisschen Brisanz rein und die weiß das auch erst nicht, was er da macht und sieht das, kriegt das dann mal zufällig mit und irgendwann kommt es dann halt dazu, dass dieses Kamerateam auch mal bestimmte Sachen sehen will und dann müssen halt die Freunde von den beiden irgendwie, was weiß ich, die eine Freundin von denen muss halt mal irgendwie so eine Prostituierte spielen und sowas, bei der sie Geld eintreiben und das ist dann halt alles irgendwie so ein bisschen passt nicht so ganz und am Schluss ist dann das will ich mal nicht verraten, aber da kommt dann noch so ein bisschen so eine Art Heist-Movie mit rein, weil sie dann noch einen Plan umsetzen wollen. Irgendwie von allem ein bisschen was und von den Sachen, die irgendwie gut waren, ein bisschen zu wenig und von anderen Sachen wieder ein bisschen zu viel und tja. Also deswegen, ich habe 5 Punkte gegeben von 10. Ich denke mal, das trifft es ganz gut. Das
es war jetzt kein total ausfallender Sneak, konnte mal gucken. Aber also nochmal gucken würde ich den jetzt nicht. Ich empfehle ihn auch nicht weiter. Bei uns in der Facebook-Gruppe gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, hier empfehle ich weiter oder ja, empfehle ich nicht weiter. Ich empfehle ihn jetzt nicht unbedingt weiter. Also man kann den nicht bedenkenlos jeden empfehlen. Man ist da schon zielgerichtet. Jemand, der vielleicht so auf österreichische Filme steht, na, wohl eigentlich auch nicht, weil es ist halt nicht dieser typisch österreichische Humor drin, der bei vielen anderen Filmen drin war, die wir so in der Sneak Preview hatten. Aber ja, vielleicht diese ganze Thematik mit Medienkritik oder sowas, wer das spannend findet, kann das mal angucken. Aber davon war halt auch ein bisschen zu wenig. Naja, schwer zu sagen. Vielleicht guckt ihr mal den Trailer an und wenn es euch irgendwie interessiert, dann geht da rein in den Film. Der startet jetzt irgendwann im Juni, glaube ich. Hä? Hier steht ab 9. Juni im Kino. Achso, die meinen Österreich. Also in Österreich läuft das seit 9. Juni. In Deutschland, vielleicht finde ich das auch noch. Oh, 7. September erst. Echt? So spät. Stimmt das? Stimmt das? 7. September. Kann das sein? Ja, tatsächlich, 7.9. in Deutschland. Hm, okay. Ist also noch eine Weile hin. Könnt ihr euch bis dahin noch überlegen, ob das was für euch ist oder nicht. Was kommt morgen? Übermorgen, Entschuldigung, wir nehmen ja heute Samstag schon auf. Das ist ganz komisch, deswegen musste ich vorhin auch. Ja. Sehen da die Tipps aus? Am Montag ist wieder Doppelsneak. Und der Tipp von der Kinoleitung für die Sneak A lautet Tinnitus. Und für die Sneak B lautet es, wo ist es grüner? Da gab es natürlich wieder einige Abgaben von Tipps, was kommen könnte. Unter anderem hast du getippt und zum Beispiel der Martin. Der Tipp für die Sneak B auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Das passt würde, wie die Faust aufs Auge. Ja, ich glaube fast aber, dass es zu arg passt. Ja, ich glaube, manchmal denken die auch nicht so viel nach bei der Kinoleitung, wenn die Tipps machen. Martin hat noch einen zweiten Tipp abgegeben, und zwar für die Sneak A. Da glaubt er, dass vielleicht Baby Driver kommt. Okay. Weiß jetzt noch nicht, um was es geht. Aber da glaube ich eher, dass mein Film kommt. Ja, dann was tippst du denn? Erzähl ich habe für die Sneak A Dünkirchen getippt. Das ist der neue Film von Christopher Nolan. Und da ist nämlich im Trailer schon diverse Male mehrere Tinnitus-Szenen drin, wo halt irgendwelche Leute in der Nähe von irgendwelchen einschlagenden Granaten sind und dann plötzlich der Ton ganz weg ist und nur so ein Fiepen und so. Deswegen, wäre sehr zu wünschen für euch. Ich bin ja nicht da, ich bin ja in Berlin. das ist bestimmt ein guter Film. Also Dünkirchen. Ich weiß bloß nicht, die Christopher Nolan, die gehen doch immer sehr, sehr lang. Wie lange geht denn der eigentlich? Ich gucke gerade mal nach. Dunkirk. Achso, der hat ja einen englischen Titel. Dunkirk. Dunkirk, ja. Der geht. Steht ja gar nichts da. Startet aber am 27.07. Aber hier steht gar nicht da, wie lang der geht. Vielleicht muss ich hier mal gucken. Einer hat noch getippt, irgendwie Episode 8, aber das sehe ich eher als Quatschtipp, weil das wollte ich gar nicht vorlesen eigentlich, aber ich muss die Zeit überbrücken, bis ich gefunden habe, wie lang. 125 Minuten, also 2 Stunden und 5 Minuten. Das ist natürlich ein ganz schönes Brett für Montag. Warte mal. Bei IMDb steht eine andere Angabe dran. Bei IMDb steht 1:50, nicht ganz. Okay, ich habe hier bei Kino.de hatte ich gerade geguckt, weil bei Moviepilot stand nichts drin. Ja, also irgendwie so um die 2 Stunden wieder gehen. Jo. Ist natürlich. Aber wenn es ein guter Film ist, dann gucken wir Montagabend auch gern so einen Film. Ich habe auch noch für A hatte ich noch getippt. Nur damit, um den Chris zu schocken. Ostwind, Aufbruch nach Ora, der neue Film. Aber das könnte auch in der B kommen. Ja. Da ist Gras vielleicht grüner da in, wo ist das? Ja, in Portugal weiß. Oder so, ne? Wo die da hinfahren. Das kann natürlich schon sein. Vielleicht. Ja, das waren die Tipps dann für einen Montag. Also zumindest Sneak A klingt vielversprechend, bis auf Ostwind. Und
Star Wars. Star Wars. Naja, das wird nicht kommen, glaube ich nicht. ich habe noch einen Film gesehen gehabt. Ich war ja eingeladen damals auf der Burg, Schloss, ist das ein Burg? Ja. Burg Hohenzollern. Zu diesem Termin, wo sie das alles vorgestellt haben, zu diesen Dreharbeiten A Cure for Wellness. Und ich habe jetzt die Möglichkeit mal bekommen, mir den Film anzuschauen. A Cure for Wellness. So, jetzt muss ich mir noch ganz kurz mal das hier aufrufen, weil der ist auch nicht so einfach. Geht ziemlich lange, der Film. Der geht 146 Minuten, steht hier. Und ist ein Film von Gore Verbinski, der eher so bekannt ist durch diese ganzen Fluch der Karibik-Sachen. Und hier ist es so, Dane DeHaan, der arbeitet in so einer großen, ich glaube eine Investmentfirma oder irgendwelche, eine Fonds oder sowas ist das. Und einer von seinen Chefs, der hat plötzlich so einen Herzinfarkt, als er mitten in der Nacht arbeitet in New York. Und dann, da ist noch so eine Aufgabe, die muss unbedingt erledigt werden. Die haben so eine Fusion durchzuführen bei so einer Firma. Und wenn das irgendwie schief geht, dann können sogar Leute in den Knast gehen, weil das alles ein bisschen so mit unlauteren Mitteln gemacht ist und so. Und die einzige Möglichkeit wäre, dass sie das dem anderen Chef, der da mit involviert war, in das ganze Thema anhängen. Und dieser befindet sich aber in den Schweizer Alpen in so einem Sanatorium, in so einem Spa, um sich dort irgendwie mal ein bisschen zu erholen, da den Burnout zu bekämpfen oder sowas. Und er begibt sich dann dorthin und macht ihn auch so, erstmal ist alles ein bisschen sehr, sehr seltsam. Da gibt es diesen Spa-Leiter, gespielt von Jason Isaacs, den finde ich auch immer ziemlich cool. Und ist alles irgendwie ganz dubios, also sie wollen ihn nicht durchlassen zu diesem Mann, den er sucht. Und als dann irgendwie gar nicht weiter vorwärts geht, dann will er ins Dorf wieder runterfahren. Und da hat aber der Fahrer, also der ihn bringen soll in das Dorf, der hat aber einen ziemlichen Unfall. Und das hatten die uns auch schon bei der Drehortbesichtigung gezeigt gehabt, wo sie das gedreht haben, den Unfall. Und er wacht dann auf, hat irgendwie 3 Tage geschlafen gehabt, liegt in einem Zimmer in diesem Sanatorium oben auf dem Berg und weiß gar nicht mehr so recht, was passiert ist und hat ein gebrochenes Bein und wird quasi erstmal dort aufgenommen und gesagt, er soll sich erstmal kurieren, bevor er da, und da kann auch dann der andere, den er eigentlich mitbringen soll, bis dahin ist er auch mit seinen Sachen fertig und dann können sie alle zusammen, los. Und er läuft dann erstmal so ein bisschen rum in diesem Sanatorium. Das ist alles so ein ganz altes Gemäuer da drinne und so alte Bögen und so Schwimmbäder und so. Das hatten sie ja dann, glaube ich, in Belitz oder bei Zwickau oder irgendwo gedreht gehabt, hatten sie gesagt. Er läuft dann halt dort rum und erkundet dann so ein bisschen, das ist alles sehr mysteriös, sind hauptsächlich so ältere Leute da und die machen dann sehr viel mit Wasser, weil da gibt es irgend so eine Heilquelle und dann gibt es auch noch so eine Sage, dass vor ewigen Zeiten, irgendwann im Mittelalter, hatte wohl der Burgherr, der hatte wohl einen an der Waffel gehabt und der meinte wohl, dass es eine gute Idee wäre, um das Blut, die Blutlinie reinzuhalten, dass es gut wäre, wenn er seine eigene Schwester heiratet und mit der ein Kind zeugt, und hat parallel dazu auch noch eine Menge Experimente gemacht auf dieser Burg mit diversen Alchemie-Experimente. Und da waren dann die aus dem Tal nicht sehr erfreut darüber, sind dann hoch und haben quasi während der Hochzeitsfeier die Frau, die er heiraten wollte, also die Schwester von dem Burgherrn, umgebracht und quasi das Kind, was sie noch in sich getragen hat, aus dem Bauch geschnitten, irgendwie ganz furchtbar. Und das ist irgendwie da in die Quelle da irgendwie reingefallen und seitdem soll wohl die Quelle da gute Kräfte haben und sowas. Ne? Also ganz mysteriöse Grundgeschichte. Und da kommen halt viele Reiche dort hoch, um sich dann mit diesem heilenden Wasser da irgendwie therapieren zu lassen. Ich darf nicht allzu viel erzählen. Es ist halt, es gibt ja diesen Leonardo DiCaprio-Film, wo der auf diese Insel kommt. Wie heißt der? Shutter Island. Genau, Shutter Island, ja. Es ist ein bisschen durchaus Parallelen. Also man weiß dann auch nicht, was ist jetzt gerade Realität, was bildet sich die Hauptfigur da gerade vielleicht ein, oder
weiß nicht, er kriegt ja auch seltsame Medikamente und so und was manchmal passieren halt Sachen. Er sieht Dinge, die dann beim zweiten Mal hingucken plötzlich weg sind oder so, wie es halt manchmal auch in solchen Horrorfilmen ist. Irgendjemand öffnet irgendein Gefäß, plötzlich wuchern da so Schlangen drin und dann irgendwie erschrickt er, guckt nochmal rein, ist alles weg und so. Sowas ist halt da häufiger auch. Und da weiß er halt auch nicht, ob er sich selbst trauen kann, seinen eigenen Augen trauen kann oder ob ihm da irgendwas einen Streich spielt. Er lernt dann auch noch relativ schnell so eine junge Frau kennen, die sieht er am ersten Tag, als er abreisen will von dieser Burg, bevor dieser Unfall passiert, sieht er die oben auf den Zinnen der Burg quasi stehen, nur in so einem Nachthemd bekleidet. Das weht dann so. Und der kommt er dann noch ein bisschen näher, die lernt er dann kennen, aber das ist auch alles sehr dubios, weil die wird sehr beschützt von diesem Klinikleiter und ja, ist alles sehr, sehr mysteriös und es löst sich alles richtig gut auf und so peu à peu, aber so ist es nicht. Es ist dann halt am Schluss irgendwie so ein relativ großer Knall, dann, wo man dann alles erfährt, so relativ schnell. Das hätten sie meines Erachtens ein bisschen besser lösen können. Und ansonsten, ich hätte mir ein bisschen mehr Zug in der Geschichte gewünscht. Man merkt halt, dass der Gore Verbinski eher so ein Action-Comedy, dass er da vielleicht erfahren ist und hier in dem Bereich Horror-Mystery jetzt nicht unbedingt sehr sattelfest ist. Es waren einfach viele unnötige Szenen drin. Die haben halt alle möglichen Gerätschaften da auf der Burg, wo sie die Leute so therapieren. Die haben zum Beispiel, was man im Trailer auch sieht, so ein Wasserbottich, ja, wo sie die Leute so reinlegen mit so einem Beatmungsgerät, wo die dann quasi einfach so im Wasser schweben, ja, nur mit sich selbst, was halt so zugemacht wird, ne, wo halt dann so Selbsterfahrung kommen soll, wo halt wirklich alles andere ausgeblendet wird und ja, und da passiert es halt auch schon, dass er da quasi Visionen hat und oder Dinge sieht, die ihn da wirklich an den Rande des Wahnsinns bringen. Und das passiert halt dann öfters mal, dass irgendwelche Dinge passieren oder auch so gorige Szenen, ja, mit irgendwelchen Zähnen rausziehen oder irgend sowas. Ja, passiert halt öfters mal oder mit irgendwelchen ekligen Tieren oder so. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich habe es ja nur auch verstanden. Also, das ist ja, war dann irgendwie ein bisschen zu viel, weil der Film geht auch echt lange. Ich finde ihn dann zu lang. Also der hätte ein bisschen kürzer sein können, dann hätte der vielleicht wesentlich besser funktioniert, ein bisschen stärker auf die Geschichte zuschneiden. Das sind halt viele, der unterhält sich halt auch öfters mit anderen Patienten in der Zeit, wo er halt dort rumläuft und erfährt halt dann irgendwelche, jeder weiß irgendwie so ein bisschen was und ja, das erfährt er dann so peu à peu und ja. Also der Film, was haben die mir geschrieben, der erscheint Ende August, glaube ich, auf Blu-ray und dann ja vielleicht auch irgendwie demnächst dann mal in den Streaming-Portalen. Also man kann ihn schon gucken, also wer gerade solche Thriller mag, das ist halt mal ein bisschen was anderes, zumal dadurch, dass ich oben war und die ganzen Drehorte gesehen habe, war schon cool, das alles so im Film wiederzuerkennen, wie sie es auch verändert haben und so. Dane DeHaan, der war ja von Chronicle, ne, war der? Ja, der ist ja total cool. Der macht das schon mal ganz gut, fand ich. Und ich fand bloß die Nebendarsteller, fand ich, also Jason Isaacs ist über jeden Zweifel erhaben, den meine ich jetzt nicht. Ich meine so diese kleineren Nebendarsteller. Da gibt es halt mal irgendwelche, die fand ich doch schon ganz schön schlecht. Also da gibt es auch eine Szene, da gehen die mal unten ins Dorf und gehen dann so, also die sehen vorher schon mal beim Hochfahren irgendwelche Typen da, so, weiß nicht, wie man sich halt irgendwie in 80er Jahren irgendwelche Rocker vorgestellt hat, weißt du, so. Und das, also das spielt ja in der heutigen Zeit, ja, und irgendwie fand ich das ein bisschen zu klischeehaft. Und dann gehen sie runter ins Dorf, in diese einzige Bar, diese Kneipe, die es da gibt. Und dann sind halt genau diese Typen wieder. Und dadurch, dass es halt in Deutschland spielen soll, laufen halt wirklich seltsame deutsche Lieder, wie so irgendwelche alten Sachen, so von Spliff oder von Umf lief auch was. Das war ja ganz gut, aber oh Gott. Ja, das war so ein bisschen so Abziehbild Deutschland, beziehungsweise eigentlich soll es ja in der Schweiz sein, ne?
Ah, das fand ich dann, ach, der, und diese Leute dann, ich habe es ja im Original geschaut und da reden die natürlich auch Deutsch und er versteht ja dann immer nichts, das ist dann immer ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie sie es dann in der Synchro handeln werden, wenn die dann auf DVD oder Blu-ray kommt. Ja, kann man sich mal angucken. Ist jetzt bestimmt nicht das Schlechteste oder so. Das Beste ist es auch nicht. Das hat mich jetzt nicht so. Aber mir hat auch Shutter Island nicht so sehr gefallen, fand ich. Deswegen. Ah, den fand ich super. Ja, na, dann guck dir den mal an hier. Ja, habe ich definitiv vor. Steht auf meiner Watchlist. Sobald er irgendwo verfügbar ist, werde ich mir den anschauen. Wir haben jetzt schon so viel davon gehört und irgendwie Plakate gesehen und du warst auf der Burg und so. Das ist alles so. Ich will das Produkt endlich sehen. Wobei ich mich auch frage, die haben die Burg für ewig lange Zeit irgendwie gesperrt gehabt, haben die uns erzählt. Mhm. So viele Szenen sind dann letzten Endes, es sind schon einige, ja, aber ja, was dann letzten Endes in dem Film zu sehen ist, ja, ist auch nicht so, also ich weiß nicht, wie viele Minuten, wenn wir es mal zusammenrechnen, sind vielleicht irgendwie, vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten sind Einstellungen von der Burg, ja. Also, wo du wirklich erkennbar was hast. Es kann natürlich auch sein, dass die irgendwo quasi in irgendwelchen Räumen der Burg gedreht haben. Also das eine, das kann ich spoilerfrei sagen, da gibt es so eine Szene, da ist Jason Isaacs mit so einer jungen Frau in so einem Zimmer. Das sieht aus wie so eine Art, wie so eine Suite, ja, mit und in diesem Zimmer haben die Vorstellung gemacht gehabt hier, da stand der Tisch und da konnte man die Fragen stellen und so. Glaube ich zumindest, dass das war. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, habe ich dem Film eigentlich schon irgendwie eine Wertung gegeben? Ich weiß nicht, ich glaube, ich liege da so bei 6 Punkte. Ja, 6,5, ja. Ich gebe mal 6,5 Punkte. Endlich. Ja, nochmal angucken werde ich nicht, dazu ist er mir einfach zu lang auch und es ist wieder so ein Film, ja, man kennt halt jetzt irgendwie das Ende, weil die ganze Zeit ist so Mystery, so, oh, was ist es? Und jetzt weißt du es, na, okay. Ist für mich irgendwie der Drops gelutscht jetzt. Ja. Muss ich nochmal gucken. Es gibt da so Filme, die kann man dann trotzdem nochmal gucken, weil dann irgendwie so die Fährte gut gelegt wird, aber hier ist die Fährte nicht gut gelegt. Deswegen meinte ich ja vorhin, dass dann alle so bam und so auf einen Schlag so die Auflösung, weil halt irgendwie so eine Person sich offenbart. Ja, also das und das ist dann halt immer, wenn die Personen nicht durch eigenes Kombinieren irgendwie drauf kommen, dass man so ein bisschen mit kombiniert oder so, dann ja, ist immer schwierig. Na gut, das war A Cure for Wellness und du hast auch noch einen Film gesehen. Richtig, ganz frisch. Ich habe ihn genau vor dieser Sendung angeguckt. Wow. Und zwar gibt es jetzt auf Amazon im Prime endlich Star Trek Beyond zu gucken. Und ich habe den ja damals im Kino irgendwie verpasst. Und kam er wahrscheinlich bestimmt auch mal auf Sky und ich habe es nicht mitbekommen. Und du hattest ihn ja gesehen. Ich kann mich erinnern, ja. Ja, war eine Frage. Ja, ich habe ihn gesehen. Und ich habe ihn jetzt endlich angeguckt. Und ich habe mich daran zurückerinnert, dass du gesagt hast, dass der diesmal sehr, sehr actionlastig ist. Das stimmt. Und da hast du vollkommen recht, das habe ich mir auch gedacht. Aber die Story an sich fand ich extrem gut gemacht. Kurz nochmal umrissen, was es geht. Die Enterprise und James T. Kirk ist mit seiner Mannschaft so auf Weltraummission. Irgendwie schon über 2 Jahre am Stück sind die im Weltall. Und sind quasi so wie so leichte Friedensbotschafter. Sie gucken, dass alles heile bleibt und dass alle Kulturen sich miteinander verstehen. Und sie wollen, um irgendwie Material aufzutanken und wieder Zeug an Bord zu holen, auf so eine Raumstation. Das ist so ein gigantisches, fast schon planetengroßes Raumstation gebaut worden, wo dann auch Millionen von Leute leben. Und da docken die dazwischen an und alles gut. Und kriegen dann durch Zufall eine neue Mission quasi zugeteilt. Beziehungsweise James T. Kirk meldet sich freiwillig. Und die führt dann quasi mehr oder weniger ins Verderben. Und sie müssen sich natürlich irgendwie wieder rauskommen und sich dann aus der Scheiße rausziehen, bös gesagt. Und das ist sehr, sehr actionlastig. Sehr viel Kampfszenen, sehr viel Geballer, sehr viele Raumschlachten. Und der Böse in diesem Fall
ist richtig gut gemacht, finde ich. Auch diese, dem seine Technik, die er nutzt, also mit diesen Raumschiffen, die er da nutzen kann, fand ich auch mal richtig gut. Mal was ganz anderes irgendwie. Und ja, alles in allem wieder ein sehr, sehr guter Star Trek-Film. Also ich fand ja die ersten beiden schon sehr gut. Den zweiten mehr wie den ersten, weil da kam ja dann Benedict Cumberbatch dazu. Und der dritte war jetzt aber auch wieder richtig gut, muss ich sagen. Also kann ich auch nur empfehlen. Schaut rein, gebt bei Amazon Prime. Ich weiß nicht, Erik, du fandst den damals, glaube ich, auch ganz gut, ne? Ja, auf seine Art und Weise. Es gab ja auch bei der Star Trek oder bei der Enterprise oder Deep Space Nine oder irgendwas, bei der Serie oder bei den Serien gab es ja auch immer mal Folgen oder Doppelfolgen, die zum Beispiel mal ein bisschen actionlastiger waren, wie zum Beispiel bei Deep Space Nine gab es dann mal so Doppelfolge irgendwie, wo sie das Dominion da irgendwie bekämpft haben und sowas. Und das war da halt mal eine andere Tonalität und das fand ich halt hier mal ganz angenehm, dass es mal in eine andere Richtung geht. Zum Unterschied zu dem bisherigen ist ja so, dass jetzt Justin Lin die Regie geführt hatte, der Fast and Furious Tokyo Drift und sowas gemacht hat. Und Simon Pegg hat ja am Drehbuch oder hat das Drehbuch geschrieben oder mitgeschrieben, bin mir nicht mehr sicher. Ja. Das heißt, man merkt auch hier, oder der bringt da doch einige Lines, die da mit drin sind. Da merkt man schon, dass da eben ein Komödiant mitgearbeitet hat am Drehbuch. Hat bisschen, sich natürlich selber auch ein paar gute Szenen geschrieben. Was mir halt ganz schlimm vorkam, war die Szenen mit Chekhov, weil der hat in dem Film endlich mal relativ viel Text, eine relativ starke Rolle. Und wenn man sich dann überlegt, dass das Anton Yelchins letzter Film war, das war schon, also vor allem, ich wusste nicht, dass seine Rolle in dem Film so groß ist diesmal. Und dass er dann da direkt am Anfang mit von der Partie ist, da musste ich dann echt kurz mal schlucken, so von wegen, oh Gott, das ist sein letzter Film gewesen. Dieser junge Kerl, der so toller Schauspieler ist, ne? Aber da hat er sich wirklich nochmal alle Ehre gemacht, muss ich echt sagen. Ja. Ja, dann lieber so mit was Guten in Erinnerung bleiben, als weiß nicht, irgendwelche anderen Schauspieler, die da irgendwelchen Quark gedreht haben und dann irgendwas passiert. Ja, nicht unbedingt Quark, aber auch irgendwie. Es gibt ja auch zum Beispiel bei Heath Ledger, gab es ja damals dann immer die Gerüchte zu sagen, ja, der Film, sein letzter Film, Batman als Joker, hat ihn einfach psychisch so fertig gemacht. Ja, das also wird, diese Rolle der Joker. Wird bei Anton Yelchin, bei Scotty nicht passiert sein. Ja, eben. Deswegen, also ich sag nur, das ist halt dieses, lieber mit sowas den letzten Film haben, ohne dass man es vielleicht vorher wollte, aber dann kommt nicht noch sowas hinterher, solche Gerüchte wie jetzt bei Heath Ledger damals. Deswegen, ich finde es immer noch so traurig, dass Anton Yelchin nicht mehr da ist. Und war ein super letzter Film für ihn, muss ich echt sagen. Und sonst, der Film einfach energiegeladen, neue Charaktere mit reingebracht und das auch auf eine, finde ich, ganz charmante Weise. Altbekannte natürlich auch wieder dabei mit Zachary Quinto oder Zoe Saldana. Alle dabei, Chris Pine als Captain, Simon Pegg, alle da. Und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es geht auch weiter. Also das war jetzt nicht irgendwie drei Reihen Film und dann war es das. Soweit ich weiß, geht es noch weiter, oder? Weißt du da was genaueres? Mal gucken. Also Gerüchte habe ich schon gehört, aber mal sehen, ob es was Konkretes da gibt. Es soll ja auf jeden Fall eine Star Trek Serie wiederkommen. Da gibt es schon erste Bilder. Habe ich auch gelesen, da werden jetzt irgendwie im Ende Juli, August oder sowas, werden die ersten zwei Folgen online anschaubar da sein wohl. Da haben wir es ja sogar. Jason Isaacs spielt dort die Hauptrolle. Captain Lorca. Okay. Duck Jones. Naja, schauen wir mal. Aber ich sehe gerade bei Chris Pines Seite, da gibt es tatsächlich bis jetzt Untitled Star Trek Sequel announced als James Kirk wieder. Also es wird wohl weitergehen. Ja, da hat sich auch gelohnt, denke ich mal, der Film. Ja. Ansonsten, wer nochmal nachhören möchte, was ich gesagt habe, ich weiß es nicht mehr genau im Wortlaut, 28. August 2016, unsere Folge Numero, warte mal, einmal zurückspringen, Nummer 434. Gott, ja. Da siehst du erstmal, wie spät dran ich jetzt bin. Das war
Das war die Folge, wo wir den Absolutely Fabulous Film hatten zur Serie. Ach du gute Güte. Den hatte ich schon fast verdrängt. Naja. Ich habe noch einen. Du hast auch noch geguckt. Ja, einen klassischen Film, nachdem ich ja jetzt irgendwie so ein bisschen auch mal. Oder ich habe ja gemerkt, dass bei den geschätzten Zuhörern das doch ganz gut angenommen wird, wenn ich mal ein paar ältere Filme bespreche. Vielleicht kennt ja doch noch nicht jeder alles, aber den Film, den ich jetzt gleich erwähne, den kennt eigentlich jeder. Also, wenn es nur das Zitat ist, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Jedenfalls kam jetzt am Wochenende. Gestern habe ich bei mir im Satellitenfernsehen durchgeschaltet und habe ich einen Sender entdeckt, der heißt ATV. Das ist österreichisches Fernsehen. Und da kam Forrest Gump. Habe ich gerade irgendwie so, da war schon irgendwie so 10, 20 Minuten war der alt. Und dann habe ich geguckt, oh cool, ja stimmt, Forrest Gump, könntest du jetzt auch mal gucken. Habe ich es laufen lassen und dann kam Werbung. Dachte ich, boah, Werbung hier. Und da habe ich gedacht, okay, ja, der Film geht ja lange, da, okay, das die nächste Etappe. Und dann kam die nächste Etappe Film und das war aber wieder so ein kurzes Filmhäppchen und dann kam schon wieder Werbung. Da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Habe ich meine Blu-ray genommen. Zumal bei ATV konnte ich sowieso nicht auf OV umschalten, denn ich hatte den bis jetzt immer auf Deutsch gesehen. Und ich hatte dann gedacht, wo der kommt, vielleicht kann man hier umschalten, ist bei vielen Sendern, ich habe auch einige so französische Sender oder irgendwelche polnische Sender, die bieten immer den Originalton zusätzlich mit an, das finde ich immer sehr gut, aber bei diesem ATV ging es nicht und da habe ich gedacht, komm, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kann ich es mal auf Englisch gucken und es hat mich wirklich wieder voll umgehauen, also ich fand aber auch die deutsche Übersetzung war gut, vielleicht auch, weil ich die jetzt natürlich schon über die letzten Jahre kenne, ein bisschen dran gewöhnt bin, aber das Englische ist natürlich perfekt, dann passt genau auf die Stimmung und ja, einfach ein wunderbarer Film. Man kann es nicht anders sagen, für die es noch nicht kennen. Wir sehen halt Forrest Gump, einen Jungen aufwachsen, der ja so ein bisschen autistisch ist, aber keine Angst, das ist jetzt nicht so ein riesen Rainman-Drama oder irgend sowas, sondern das alles sehr beschwingt und leicht erzählt und sehr lustig auch an vielen Stellen. Und seine Mutter kämpft dafür, dass er auf die Schule gehen kann. Das ist irgendwo, glaube ich, in den 50er Jahren oder so. Und sie kämpft darum, dass er mit auf die normale Schule gehen kann. Und ja, die wohnen irgendwo in Alabama. Und er kommt dann auch auf die normale Schule, braucht aber noch so eine Gehhilfe, die irgendwelche Stangen, die am Bein festgemacht sind, damit er irgendwie seine krummen Beine sich wieder verwachsen und so. Ja, wird natürlich da ganz schön gehänselt. Hat aber eine kleine Freundin, die wohnt halt in der Nähe, seine Jenny. Und um diese Geschichte geht es eigentlich, wie die sich über die Jahrzehnte hinweg entwickelt und streckt und so, weil die Jenny, die hat auch eine sehr schwere Kindheit und muss oder verlässt dann die heimatlichen Gefilde und Forrest Gump, der geht nach Vietnam und lernt dort einen Freund kennen und ja, das Ganze ist eingebunden in einen sehr starken geschichtlichen Kontext, sind sehr viele historische Begebenheiten, die passiert sind und dann wieder sehr viele fantasievolle Sachen, die nicht in Wirklichkeit passiert sind, aber dann so herzerfrischend eingebettet und ja, sehr viel Romantik, Drama, Humor, eigentlich alles drin in dem Film von Robert Zemeckis, der ja wirklich ein Könner seines Faches ist und da, also ich wollte es mir, irgendwann muss ich es nochmal angucken, dann mit dem Audiokommentar von Robert Zemeckis, weil der Film hat ja auch so viel zu bieten an Thema Kameraeinstellung, wie bestimmte Szenen aufgebaut sind. Das fängt ja am Anfang mit dieser Feder an, die man fliegen sieht und die dort landet und das kommt ja am Schluss, schließt sich ja der Kreis wieder und einfach total herrlicher Film. Also immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, kann ich immer gucken. Forrest Gump, sehr empfehlenswert. Ich werde es mal bitte verlinken bei uns. Vielleicht, wer es noch nicht kennt, kann es mal kaufen. Und kennen. Lustige Geschichte dazu noch, weil du hast gestern mir dieses Zitat geschickt. Ja. Und ich saß mit einer Freundin draußen auf der Terrasse und wir haben so im Hintergrund so Musik laufen lassen und wirklich so kurz drauf läuft in meiner Playlist der Song
von Jupiter Jones namens Lauf, Forrest, Lauf. Ja. Und ich gucke meine Freundin an und sage so, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Gerade schreibt er mir, dass er den Film quasi gerade sieht. Gut, ihr und habt da das läuft doch alles das irgendwie über Amazon vernetzt. Die lesen doch alles mit da und dann haben die vielleicht gerade irgendwo Forrest Gump bei dir gesehen und dann, ja. Das war so lustig. Also das fand ich echt, das fand ich irgendwie cool. Das hat so gepasst. Ja. Ja. Ganz toller Film. Hatte ich auch damals absolut im Kino gesehen. Da habe ich irgendwie, die Tom Hanks Filme habe ich damals alle gesehen. Selbst Terminal, obwohl da Catherine Zeta-Jones mitspielt. Castaway, Catch Me If You Can, so, die habe ich damals irgendwie alle im Kino aufgesaugt da, die fand ich so gut. Es gibt so Filme, die kann man einfach immer gucken und Forrest Gump gehört einfach dazu. Ja, obwohl das, ja, man muss sich da echt die Zeit nehmen und dann wirklich die, weiß nicht, da geht ja auch sehr lange, muss das wirklich dann durchgucken, weil man kann auch nicht irgendwie aufhören, weil das ist ja irgendwie, ja, es geht... So eine tolle Geschichte. Ach, ich bin jetzt, komm wieder ins Schwärmen hier. Vielleicht wird ja einer von den Filmen aus den Kinocharts und aus den Neustarts ja auch mal so eine Legende hier. Kinocharts. In den Kinocharts hier in Stuttgart sieht es wie folgt aus. Platz 10, da geht Monsieur Pierre Online. Platz 9, Gregs Tagebuch, Böse Falle. Platz 8 ist das Biopic über Tupac Shakur, All Eyes on Me. Platz 7, Bob der Baumeister, das Megateam der Kinofilm. Platz 6, Mädels-Trip. Platz 5, Transformers The Last... Was? Nicht die 1? Ist ja seltsam. Transformers The Last Night. Platz 4, Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Platz 3, Die Mumie. Platz 2 Baywatch und Platz 1 ist Wonder Woman, zu Recht. Oh. Ja. Und es starten folgende Filme am 29.06. hier in Stuttgart oder wahrscheinlich auch in den Kinos in eurer Nähe. Ist ja in Deutschland ziemlich gleich auf, oder der Hauptstart ist wahrscheinlich, ja, ich scroll mal kurz durch, ein deutscher Film, deutsche Komödie von Sönke Wortmann. Nach einem Roman von Frank Gosen, heißt Sommerfest und Lukas Grigorowitsch spielt damit. Den hatten die von Leinwandperlen, hatten das irgendwie das Sneak, hatten die mir geschrieben gehabt. Scheint ganz gut zu sein. Dann Girls Night Out mit Scarlett Johansson, Gillian Bell und Kate McKinnon. So eine Art Hangover für Frauen. Für Mädchen. Wieder mal. Ja, so ein Ladies Night Film, schätze ich mal. Keine Ahnung. Da läuft irgendwie so ein, ja, der Abend dann irgendwie völlig aus dem Ruder. Ich habe da den Trailer irgendwie bis zur Hälfte gesehen und hat es mir schon gereicht. Die Verführten läuft, von Sofia Coppola gedreht, mit Colin Farrell, Elle Fanning und Kirsten Dunst. Ein preisgekrönter Thriller von Regisseurin Sofia Coppola über ein Mädcheninternat, das während des amerikanischen Bürgerkriegs einen verletzten Soldaten aufnimmt. Overdrive startet noch, ein französischer Actionfilm über zwei Brüder, die sich auf das Knacken von Luxuskarossen spezialisiert haben und zwischen die Fronten eines Mafiakrieges geraten. Mit Scott Eastwood unter anderem. Okay. Na gut, wenn es ein französischer Film ist, ne, also ich meine Taxi und so, Taxi, das waren ja, gute französische Autorennfilme. Dann startet noch ein Film nach einem sehr bekannten Buch, das heißt nämlich Axolotl Overkill. Ich glaube, das Buch hieß Axolotl Roadkill, oder ist das ein... hier steht's ja. Helene Hegemann verfilmt ihren Roman Axolotl Roadkill, in dem die 16-jährige Mifti im Berliner Nachtleben versinkt und das richtige Leben im Falschen sucht. Genau. Also es basiert tatsächlich auf diesem Buch, was da ziemlich bekannt ist. Ein Historiendrama läuft auch noch an. Der Tod von Ludwig dem 14. Ein Historiendrama über die letzten Tage des Sonnenkönigs. Opulent verfilmt mit Nouvelle Vague-Ikone Jean-Pierre Léo in der Hauptrolle. Was haben wir noch? Ein Animationsfilm? Digimon Adventure. Chapter 2. Determination. Und Wilson, der Weltverbesserer, eine Tragikomödie mit Woody Harrelson.
als neurotischer Pessimist Wilson, der mit allen Mitteln versucht, seine Patchwork-Familie zusammenzuhalten. Laura Dern spielt auch noch mit. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Aber das mit dem... Das war viel diesmal. Woody Harrelson klingt ja eigentlich ganz interessant. Mhm. Ist vielleicht dann so eine Art wie... Wie ist dieser Film mit Jack Nicholson, wo der auch so ein Pessimisten spielt da? Hm. Naja, also vielleicht wird ja einer von diesen Filmstarts irgendwas. Wer weiß. Ich habe eine Serie geguckt, weil wir nehmen nächste Woche ja wieder die neue Folge für Fortsetzung folgt auf. Und da ist eine Serie, die hat mir ziemlich gut gefallen. Das will ich hier schon mal sagen. Welche Serien wir noch haben, verrate ich mal nicht. Da müsst ihr euch die Sendung dann anhören. Und zwar die Serie Atlanta heißt die. Hast du schon mal was davon gehört? Tatsächlich ja. Ich habe es schon gehört, aber ich weiß nicht genau, um was es geht. Okay, dann werde ich es mal ganz kurz sagen. Also Atlanta läuft nämlich gerade irgendwo auf Sky und ich hatte mir das da aufgenommen. Die Hauptrolle spielt Donald Glover, den man kennt aus Community zum Beispiel. Der hat da bei Phil and Abed in the Morning war der, ich glaube Abed oder war Phil? Mhm. Weiß gar nicht, einer von den zwei. Der ist auch der wesentliche Treiber hinter der Geschichte. Also der hat die geschrieben, produziert glaube ich auch. Regie hat jemand anders geführt und da war noch irgendein bekannter Name mit drin bei der Produktion. Jetzt ist mir das entfallen. Ja. Aber da war noch irgendjemand Bekanntes mit dabei, der da mit dahinter steckt, wo ich gedacht hatte, ah, okay, muss man sich mal merken. Egal. Es spielt in Atlanta, allerdings in so einem Ghetto. Aber es ist jetzt kein so ein düsterer Ghetto-Film über irgendwelche Schwarzen oder sowas, sondern der ist auch so an der Grenze zwischen ernst und lustig und schwankt mal in die eine und mal in die andere Richtung. Und der Donald Glover, der hat so einen Gelegenheitsjob, wo er am Flughafen den Leuten versucht, irgendwie eine Kreditkarte aufzuschwatzen, hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Mhm. Und es klappt aber alles nicht so richtig und er hat eine Freundin oder Frau, die hat auch ein Kind, aber irgendwie, ich weiß nicht, sie sagt immer, sie datet auch andere oder sowas. Irgendwie ist die Beziehung seltsam, aber er wohnt auch bei ihr und so. Und naja. Jedenfalls sein Cousin ist ein Rapper und der es steht gerade so kurz vor dem Durchbruch dort. Also der hat gerade so einen Track produziert, der gerade ziemlich abgeht, auch im YouTube geht er ziemlich ab und macht gerade ein bisschen Aufsehen, was dazu führt, dass er wirklich immer mehr Popularität bekommt und er bietet dann quasi seinem Cousin an, dass er ihn doch so managen soll oder will und dass er damit einsteigen kann quasi in diesem Rap-Business und das ist aber bis jetzt, also ich bin jetzt glaube ich bei der vierten Folge, da ist es jetzt noch nicht so sehr Thema, die hängen zwar miteinander rum, aber das ist jetzt nicht, wie man sich jetzt denkt, so nach dem Motto, ja, der steigt da ein und das wird ganz groß und dann haben wir nur noch mit diesen Rap-Sachen zu tun, so ist es nicht, sondern der Film lebt eigentlich von den Nebenfiguren auch oder von den Handlungen, die teilweise sowas von kurios sind, die da passieren, also zum Beispiel die werden mal wegen was eingebuchtet und also nicht richtig hinter Gittern, sondern die müssen erstmal auf die Polizei und kriegen dann irgendwie, müssen so Papierkram ausfüllen und dann darf der eine, darf dann schon heimgehen und der andere kann aber noch nicht gehen. Der muss noch warten in diesem Wartebereich, solange bis er erfasst ist im System und dann darf er erst gehen. Und dann verbringt er da irgendwie den ganzen Tag und die ganze Nacht da in diesem Wartebereich, wo halt auch irgendwelche total kuriose andere Typen sitzen und da entwickeln sich dann wirklich total abgefahrene Gespräche und kann man sich einfach kaputt lachen, was da so passiert. Und parallel dazu ist halt die andere Geschichte von dem anderen, der gerade draußen ist. Und solche Szenen hat der Film relativ, oder die Serie relativ viele, die eher sich so auf Personen fokussiert und auf kuriose Situationen einfach. Ja, wie man es früher von Community kannte. Und die Serie läuft ja auch auf FX und auf FX läuft ja auch It's Always Sunny in Philadelphia. Da ist natürlich noch eine Spur schärfer, da ist auch viel mehr Satire drin und so bei Sunny. Das ist jetzt hier nicht, sondern da sind eigentlich wirklich abgefahrene Situationen. Zum Beispiel, er lädt dann mal, er denkt, oh, er muss mit seiner Freundin mal wieder ein bisschen was irgendwie richten und so und lädt sie zum Essen ein und hat aber irgendwie nur noch
$60 oder sowas, ne? Und irgendwie so am Rande vom Bankrott und weiß nicht, wie er das jetzt machen soll. Und fragt da irgendwie so einen Typen und der sagt dann, ja, da gibt es irgendwie so ein Restaurant und so, das ist ein ganzes Stück weg, aber die haben so eine Happy Hour, da ist alles sehr günstig und da gehst du einfach hin und dann kommst du da locker hin mit deinem Geld. Gesagt, getan. Die fahren dann irgendwie dahin und da muss er erstmal seiner Freundin dann irgendwie so vorgaukeln, warum sie jetzt da gerade dorthin fahren und ist auch dann alles ganz suspekt, bis sie dann dort ankommen. Jedenfalls, als sie dann in dem Restaurant sind, stellt er dann fest, dass die das geändert haben. Es gibt dort kein Happy Hour mehr und das ist jetzt alles ein höherpreisiges Restaurant geworden, ja. Und er versucht da erst irgendwie wieder rauszukommen aus der Nummer, aber seine Freundin will halt dort bleiben. Sie weiß ja doch nichts von seinem Problem und sowas. Und dann versucht er irgendwie aus dieser Nummer da rauszukommen. Das ist sehr, sehr lustig. Also, ich finde es extrem gut. Ihr habt da auch Sky. Kannst ja mal gucken, wo das läuft. Ich hatte mir irgendwie mit Suchbegriff irgendwie programmiert. Ich kann mal gucken, warte mal. Atlanta, Serie. Sky, ich glaube auf Sky One lief das, oder? Lief das auf Atlantic? Steht das hier irgendwo? Serieninfo, Staffel 1. Auf Fox. Fox lief es, ja. Genau. Reinschauen. Ja, kannst du mal angucken. Ich bin ja gerade auf der. Man kann sogar hier online hier, oder? Ja, brauchst wahrscheinlich Boxsets, oder? Warte mal, lass mich gucken. Ah ja, in ihrem Abonnement nicht enthalten, steht da. Okay. Mhm. Okay. Vielleicht habt ihr ein anderes Abonnement, kannst ja mal gucken, ob das da bei euch geht. Ja. Oder wir gucken mal bei wer streamt ES. Vielleicht steht da ja meistens drin bei Sky, ob das da bei Go mit drin ist oder nicht. Die Serie hat auf jeden Fall auch, die ist auch von den Kritiken her sehr gut angekommen. Ah, doch hier bei Sky Go, aktuell eine Staffel verfügbar. Aber eine Staffel heißt eine Staffel im Boxset. Da musst du das Boxset-Menü dazu buchen. Nicht bei aber Sky. Sky Ticket gibt es ja auch noch. Sky Ticket gibt es auch. Sky Ticket ist aber wieder was anderes. Okay, naja, kriegst du es schon irgendwie hin. Auf jeden Fall empfehlenswert von mir. Die anderen Serien, die wir noch, ich kann sie ja mal nennen, die wir besprechen. Vielleicht interessiert sie jemand. Mhm. Eine Serie, die heißt Great News. Das ist eine von Tina Fey produzierte Serie, die ja 30 Rock gemacht hat. Und hier geht es aber nicht um eine Comedy-Sendung, die in dem Sender produziert wird, sondern um so eine Art Nachrichtensendung. Und diesmal produziert Tina Fey, also sie spielt nicht mit, also noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht macht sie ja mal eine Gastrolle. Also bis jetzt bei den Folgen, die ich geguckt habe, hat sie noch nicht mitgespielt. Und dann kommt noch die neue Netflix-Serie Glow dran. Glow. Ah, Glow, das ist das mit den Wrestlern, ne? Werbung. Habe ich noch nicht geguckt. Ich habe erstmal nur Great News geguckt und Atlanta. Und Atlanta gefällt mir sehr gut. Werde ich dranbleiben. Cool. So. Jetzt machen wir mal diesen hier. Kates Filmrätsel. Ja, Tosch. Filmrätsel vom letzten Mal. Ja, wurde natürlich erraten. Was? Meine Überraschung. Ja, wobei, es wurde nicht der exakte Name genannt. Muss ich gleich mal dazu sagen. Es wurde nur irgendwie, was hat er geschrieben? Er weiß den Filmtitel nicht, aber es ist doch der Film mit hier, genau. Kate Rimmelse, ich tippe auf den Film mit Meryl Streep und Kevin Bacon, weiß den Titel nicht, irgendwas mit Fluss. Und das nehme ich sogar an. Es ist nämlich tatsächlich der Film am wilden Fluss. Ah, das ist das, wo die dann irgendwie auf diesem Schlauchboot dann irgendwie. Genau, die machen so einen Trip, wollen so ein Wildwasser-Ding machen und Kevin Bacon kommt da daher und kidnappt die quasi. Und das ist mit diesem kleinen Jungen, der auch bei Jurassic Park, dem ersten Jurassic Park mitspielt. Das ist dieser junge Schauspieler, der hat da auch mitgespielt. Apropos kleiner Junge, bei Forrest Gump habe ich gestern zum ersten Mal erkannt, dass der kleine Junge, der kleine Forrest, dass das Haley Joel Osment ist. Der später Ich sehe tote Menschen. Ja. Krass, wusste ich gar nicht. Ja, ich auch nicht bis gestern. Weil, ich meine, das merkst du, so Kindergesichter merkt man sie ja nicht, wo man dann, außer vielleicht Kevin von Kevin allein zu Hause oder so. Aber, Naja, wobei,
Haley Joel Osment sieht heute noch exakt genauso aus wie früher, nur mit ein bisschen mehr Fülle. Ja, ne, der spielt. Sein Gesicht ist genauso gleich geblieben wie immer, nur dass es ein bisschen fülliger geworden ist. Der spielt ja alles jetzt in meiner aktuellen Comedy-Lieblingsserie Silicon Valley mit. Echt, ist er da dazugekommen? Ja, ach du gute Güte. Der spielt da echt gut. Der spielt da so ein ganz, ja, so ein, wie nennt man es? Also, es gibt so Leute im Geschäftsumfeld, die können ganz gut Ideen pushen und verkaufen und damit Geld einsammeln von Investoren. Und dann, wenn das Ding zum Tragen kommen soll, dann sind die meisten schon nicht mehr da wieder. Dann haben die sich irgendwie einen Teil von dem Geld oder irgendwas, ne? Mhm. Die bauen dann solche Blasen auf und so einen spielt er da ganz gerne. Also kann halt solche Ideen ganz gut irgendwie hochbringen. Die Leute investieren da rein und dann wird halt meistens nicht mehr so viel draus. Ne? Genau, aber hat eine coole Rolle bei Silicon Valley. Aber gut, meins wurde ja auch erraten, nämlich 7. Also das Rätsel war ja, der Mörder soll ins Gefängnis eingeliefert werden. Vorher aber überreicht er dem Kommissar ein Paket. Danach wird der Mörder nicht mehr eingeliefert. Kann sich jeder erinnern, ne? Wie das war. Ja. Und hier ist auch die Lösung noch. So endet der Mörder hat die Frau des Kommissars getötet in dem Paket. Spoiler, oder? Aber das kennt jeder 7, oder? Ja. In dem Paket ist ihr Kopf. Der Kommissar erschießt den Mörder sofort. So endet der bluttriefende Thriller 7, der Heißsporn David Mills, gespielt von Brad Pitt, ermittelt als junger, aufstrebender Kommissar in einem Fall von besonders brutalem Serienmord. Bei den Dreharbeiten brach sich Brad Pitt bei der Mörderjagd einen Arm, was geschickt ins Drehbuch integriert wurde. Aha. Okay. Gut zu wissen. Jo. Hast du noch einen von diesem Wochenende? Außer Forrest Gump. Ich hab tatsächlich noch einen. Unser. Achtung, das ist tatsächlich mal ein bisschen länger wie die letzten. Also, ein Mädchen feiert mit ihren Freunden ihren College-Abschluss am Strand. Während die Party in vollem Gang ist, schleppen ein paar betrunkene Jungs eine seltsame Schleimmasse an, die aber bald wieder vergessen ist. Am nächsten Morgen wird der verkaterten Truppe jedoch klar, dass hinter diesem Schleim mehr steckt, als sie dachten. Ich weiß es. Ich weiß. Spielt da nicht sogar ein bekannter Darsteller mit? Ein heute bekannter Darsteller? Oh, warte mal. Also nicht nur ein bekannter, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Wir sprechen mal nachher nochmal drüber. Okay. Das verraten wir zu viel. Na gut, ich hau auch noch ein. Mal gucken. Also, letzte Woche stand es ja quasi 1-1. Also deins ist erraten worden und meins ist erraten worden. Ja. Mal gucken. Die Überschrift lautet Das Muttermal. Ein reicher Dandy wacht aus einem unruhigen Schlaf auf. Neben ihm liegt eine Frau. Ihr Gesicht ist noch unter dem Bettlaken verborgen. Als der Mann auf ihrem nackten Körper einen Leberfleck entdeckt, weiß er, dass er einen Riesenfehler gemacht hat. Welchen Film das sagt mir doch handelt es sich? Sag. Ja, also das sind ja alles keine unbekannten Filme, die hier auf diesen Kärtchen stehen. Ja, ich habe eine Szene vor Augen sogar. Ja. Aber ich kann es nicht zu. Mal sehen. Spannend. Also, schreibt eure Tipps, wo ihr denkt, was es ist. Also, schreibt es in die Kommentare rein. Und mal gucken, ob wieder, wem seins erraten wird und wem seins nicht. Okay, ich gucke gerade mal. Jo. Bei meinem Tipp, ob da der Schauspieler dabei ist. Nee, habe ich verwechselt. War der nicht, aber spielt er auch ein Bekannter mit bei dem, was ich denke. Aber gut, das machen wir das nächste Mal. Jetzt lösen wir erstmal noch, was heißt auflösen? Nee, wir lösen nicht. Wir losen aus, nämlich Morris aus Amerika. Gibt es eine DVD und eine Blu-ray zu gewinnen hier bei uns. Und es haben runterscrollen. 138 Leute mitgemacht. Wow. Beziehungsweise, nee, 138 und dann müssen wir noch eins abziehen, weil das ist die Überschrift von meiner Tabelle, also 137. Also sprich, Wahnsinn. Zwischen 2 und 138 bräuchte ich mal zwei Zahlen. Mach mal als erstes die DVD. Die DVD geht an die 133. Boah, jetzt war ich gerade wieder ganz oben. Scroll, scroll, scroll. Entschuldigung. Das ist die Doris aus Kelsterbach. Ja,
Okay, ich mache mir mal hier ein farbiges Ding ran. Das war die DVD, ne? Okay. Ja, ich überlege schon die DVD. So. Weiter geht's. Der Vorteil ist, ich kann bei solchen Sachen immer meine Lieblingszahlen abgrasen. Aber ist auch blöd, oder? Muss ich mir merken, welche ich schon mal genannt habe. Wieder 42. Die 42? Die Antwort auf alles. So, das ist der René aus, kommt der her? Aus Halle. Schöne Grüße, der kriegt die Blu-ray. Schreib's gleich mal hier rein. Schaffe ich jetzt leider nicht, bevor ich jetzt hier nach Berlin muss, zu verschicken. Mache ich dann danach, wenn ich wieder da bin. Ich pack's schon mal ein, aber ich komme erst danach auf die Post. Ich krieg das dann zugeschickt und dann würde ich mich über ein Feedback freuen, als Kommentar am besten. Einfach mal unter irgendeine Folge, die gerade aktuell ist, einfach mal schreiben, so, hey, ja, Blu-ray von Morris gesehen. Ich finde es gut, ich finde es schlecht oder irgendwas, keine Ahnung. Wäre ganz cool. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Haben auch übrigens wieder 2-3 Leute bei der Postadresse ihre E-Mail-Adresse eingetragen. Irgendwie kriegen es manche nicht hin, aber die beiden nicht. Da hat es schon die richtigen erwischt. Ich habe ein neues Gewinnspiel online gestellt, die mir oder die dem Kinocast auf Facebook folgen, was sowieso eigentlich jeder mal machen könnte. Die haben das schon gesehen, ist heute online gegangen, nämlich für den neuen Film Ich einfach unverbesserlich 3 haben wir so verschiedene Sachen zugeschickt bekommen. Das ist ein Poster, das habe ich so unten drunter gelegt beim Fotografieren. Dann ein Schreibset bestehend aus so einem Stift, ein kleines Lineal und noch irgendwelches anderes Zeug. Ich habe es nicht ausgepackt, es ist noch zu. Dann ein Schlüsselanhänger mit einem Minion und ein Magnet mit einem Minion. Oh je. Und das könnt ihr alles gewinnen. Das kann einer gewinnen. Ich will da nicht hier zig Pakete machen. Das heißt, ihr müsst dann eine einfache Frage wieder beantworten. Nämlich, was wollte Gru zusammen mit den Minions im ersten Teil von Ich einfach und verbesserlich stehlen? Ein Schloss, eine Krone oder den Mond? Und das kreuzt er einfach an und macht da mit. Anwesende sind von dem Gewinnspiel ausgenommen hier, sonst gibt es ansonsten unterstellt uns jemand hier eine Schiebung. Und ja, dann spielt er mal mit. Also der findet einfach auf kinocast.net hier bei diesem Minions-Gewinnspiel. Ich werde es auch unter diesem Beitrag mit verlinken. In dem Blogbeitrag, in diesen zusätzlichen Shownotes. Und dann würde ich mich über eure Teilnahme freuen. Und ja, mal gucken, was jetzt eigentlich außer diesen Tipps für die Filme, für das Rätsel, was da noch so für Kommentare waren. Da war ja irgendwie ganz viel. Ja, war natürlich einiges mit Tipps hier. Der Martin hat ja getippt noch 7. Der Super Goofy hatte das mit den Kevin Bacon und Meryl Streep. War ja auch richtig. Und der Super Goofy hat sich ein bisschen lustig gemacht über meine Berichterstattung zu Wonder Woman. er meinte, ich hätte was von der goldenen Peitsche. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich gesagt habe, goldene Peitsche. Ich habe, glaube ich, gesagt, eine leuchtende Peitsche. Weil das war, nee, du hast, glaube ich, tatsächlich goldene Peitsche gesagt. Wie auch immer. Ja. Und er hat es wohl mit ein paar Comic-Nerds angehört und die fanden das alle sehr lustig. Aber ich finde es trotzdem ganz gut, dass der Film auch jemandem gefällt, der überhaupt keine Hintergrundkenntnisse hat, weil das ja dann macht ja einen guten Film aus. Und bei mir auf Arbeit, die meisten Leute gehen seltenst ins Kino. Und wir saßen beim Mittagessen und es haben ein paar Leute, die mit an dem Tisch saßen, haben plötzlich angefangen hier von irgendwas von dem Film zu erzählen. Ich dachte, die erzählen doch von Wonder Woman. Und das waren Leute, wo ich gedacht habe, boah, die gehen vielleicht einmal im Jahr ins Kino. Und die sind in Wonder Woman gegangen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und die fanden ihn gut. Also ich habe dann gleich ein bisschen auch miterzählt, ein bisschen gefragt und so. Das sind Leute, also der scheint echt wirklich eine breite Masse auch ansprechen zu können. Und das finde ich gut. Das sieht man ja auch. Platz 1 Kinocharts. Passt. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, bei Wonder Woman. Ich habe dem Super Goofy dann noch ein bisschen gesagt, wie mein Comic-Hintergrund liegt. Und habe auch ein. Das nicht existent ist. Na doch. Ich habe Mosaik, habe ich alles gelesen. Digga Ducks, da damals. Asterix habe ich alle. Und Buck Rogers habe ich. Asterix ist aber auch Grundwissen. Buck Rogers habe ich ein Sammelband. Und meine Tochter, die nimmt sich ja immer mal bei diesem Gratis-Comic-Tag, nimmt die sich ein paar mit. Und die ihr gefallen, da darf ich dann als Papa dann irgendwie die restlichen bestellen, die es da so gibt oder kaufen. Und das habe ich letztes Jahr mit dem Comic Kiste gemacht, heißt der.
weil ich fand den auch sehr, sehr gut. Ist lehrreich, ist ja, schön gemacht. Ich habe den mal auf Amazon verlinkt. Wer vielleicht auch irgendwie ein Kind hat, was so um die 10 Jahre alt ist. Also ab da scheint das gut zu funktionieren, der Comic. Kiste, deutscher Comic. Cool. Ja, weiß gar nicht, was man dieses Jahr für Comics, weiß gar nicht, da hat sie jetzt noch gar nicht. Ich weiß nur, dass es Sherlock-Comics gab. Ja, hat man, glaube ich, auch irgendwie. Aber ich weiß gar nicht, was sie jetzt speziell haben wollte. Da kam sie jetzt zumindest mal noch nicht auf mich zu und gesagt hat, sie will irgendwas Bestimmtes noch, die Vollversion haben oder so. Das sind ja meistens nur so Auszüge. Ja, wer weiß. Dann ging an dich noch was wegen Orange is the New Black, nehme ich an. OITB. Ja, habe ich durchgerusht. Ja. Durchgerusht. Ja, tatsächlich. Hat der Super Rufi noch geschrieben. Und hat mich natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass die 5. Staffel von Orphan Black auch da ist. Und er schreibt auch in Klammer, dass es hoffentlich die letzte ist. Und soweit ich weiß, ist das auch die letzte Staffel. Das war die finale Staffel. Ich hatte die Serie damals ja empfohlen. Und hab dann aber noch nicht geschafft, nach der 3. weiterzugucken. Ich muss endlich weitergucken. Danke, Super Goofy, dass du es mir nochmal gesagt hast, weil das ist, da muss man so dranbleiben. Und das ist so eine verzwickte, verschachtelte Serie. Die muss man eigentlich noch zu Ende gucken. Da hat er vollkommen recht. Okay, ja, ich habe damals irgendwie die erste Folge und bin da nicht so richtig reingekommen. Ah, nee. Dann. Eine Folge. Ja. Frauenknast. Die Steff hatte noch geschrieben, sie wohnt da jetzt in Tübingen und da gibt es jetzt tatsächlich auch wieder einen Sneak. Also sie tastet sich so langsam hier ran, ne? Erst Freiburg, jetzt Tübingen und so. Steff, irgendwann musst du doch mal richtig hier mal nach Stuttgart ziehen. Hier gibt es auch irgendwie was mit Raumfahrt, ne? Habe ich gesehen. Ja, vielleicht ergibt sich da mal was. Und zwar, in Tübingen gibt es eine Sneak, die ist Samstagnacht um 23 Uhr. Also das ist ja sehr ungewöhnlich, weil normalerweise, ich kenne Sneaks immer nur unter der Woche, da auch gern mal 23 Uhr, wie zum Beispiel bei den Kollegen vom Sneakport da in Main-Taunus, das war auch irgendwie 23 Uhr, das ist schon ganz schön, boah, wenn dann ein Film kommt, der irgendwie 2 Stunden geht, dann ist man irgendwie, weiß nicht, kommt man dann irgendwie nach um 1 dann aus dem Kino raus, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss, das ist schon heftig. Ja, aber Samstag habe ich auch noch nie gehört, dass da eine Sneak ist. Wer könnte mal fast mal einen Ausflug machen nach Tübingen Samstag, wenn man nichts Besseres vor. aber sie fährt lieber nach Reutlingen und das liegt ja gleich um die Ecke von Tübingen hier. Das wissen ja ortskundige Leute, da kann man ja die B28 einfach rüberfahren. B27. 27 ist das? Okay. Ja, man kann die B27 durchfahren. Ich war schon ganz oft in Tübingen. Nee, ich meine von Tübingen nach Reutlingen. Ach so, ja doch, ja. Die B27. Okay. Geht dann weiter und kommt dann sogar durch Stuttgart durch, Richtung Ludwigsburg. Ja, bis Ja, jedenfalls geht sie dort lieber in die Sneak, weil die ist nämlich montags 20.30 Uhr. Das ist ja quasi fast unsere Zeit auch. Wir haben 21 Uhr montags. Und da hatte sie die Erfindung der Wahrheit. Englischer Originaltitel Miss Sloan, den hatten wir auch schon. In Freiburg kam er vor Ostern, aber da war sie krank und konnte nicht zur Sneak gehen. Sie fand den sehr verwirrend und weil sie einfach von dem amerikanischen System keine Ahnung hat. Unerwarteterweise bei dem politischen Thema fand ich den Film richtig gut, war natürlich sehr dialoglastig, deshalb habe ich auch unglaublichen Respekt vor der Hauptdarstellerin, so viel Text zu lernen. Der Cast hat ihr gut gefallen, sie hat ein paar Leute wiedererkannt, ich springe jetzt mal ein bisschen durch. Und einer der Mitarbeiter hat bei Bye Bye Man mitgespielt. Und ja, zum Ende zieht es sich, meint sie, und sie gibt 8 von 10. Ich glaube, wir waren da auch ganz gut, ne, bei dem Film. Ich mich recht erinnere. Ja. Dann hatte ich ja mal rumgefragt, so nach euren Tipps für Podcasts. Da habe ich jetzt diesen Podcast mal, diesen Kack- und Sachgeschichten heißt der, den hatte ich mal eine Folge gehört gehabt. Puh, das scheint zum einen irgend so ein Patreon-Paid-Content zu sein. Da muss man irgendwie was spenden, damit man überhaupt irgendwie Podcasts hört. Und da haben sie jetzt mal eine Folge irgendwie mal so veröffentlicht gehabt. Die fand ich so ganz okay. Es waren ein bisschen sehr viele Kraftausdrücke da drin. Weiß ich nicht, ob ich da dranbleibe. Das ist nicht ganz so mein Thema. Dann diesen anderen Podcast, habe ich jetzt vergessen, hätte ich mal besser vorbereiten müssen. Habe ich auch reingehört, den fand ich besser.
Ja, und die Steff empfiehlt dir auch noch einen, der heißt Seriendialoge. Das ist ein offizieller Podcast von DWDL und behandelt jede Folge eine andere Serie. Habe ich reingehört. Die Dialog, ja, und? Mhm. Ja, das ist gerade die letzte Folge, die jetzt gerade online ist. Da geht es um Nerds. Also Nerds in Serien und wie das immer mehr gehypt wird. Und es ist richtig gut gemacht, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen. Mhm, fällt da auch Silicon Valley? Warte mal. Ich weiß es gar nicht. Also sie haben auf jeden Fall Mr. Robot angesprochen und natürlich Big Bang Theory und so. Ich bin noch nicht ganz durch. Vielleicht kommt es noch. Mhm. So eine geile Serie. Ist relativ lang, deswegen. Die aktuelle Staffel ist so geil einfach von Silicon Valley. Herrlich. Ich muss auch mal weiter gucken. Einfach herrlich. Ich empfehle ja auch immer was, wenn ich was entdecke, weil ich ja weiß, was sie für einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und wenn ich da irgend so einen Raumfahrt-Podcast oder irgend sowas, gibt es ja viel. Und irgendwie so gefühlt, die Podcasts, die sich so ein bisschen im wissenschaftlichen Bereich bewegen, bei denen krankt es meistens so ein bisschen am Marketing. Weil die machen zwar tollen Content, aber die kriegen sich irgendwie nicht so richtig verkauft. Außer diesem Raumzeit natürlich, aber der kommt ja aus einem ganz anderen Umfeld, ja, die haben ja per se schon genügend Bass, aber gerade so viele kleinere Podcasts, die sich irgendwie mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen, die senden da so vor sich hin, haben da irgendwie so 3-4 Leute, die auf den Blog kommentieren und das ist so die Blase, in der sie leben, aber wenn man da mal reinhört, ist es eigentlich richtig toll, wie sie sich beschäftigen mit diversen Themen. Da ist noch einiges zu tun. Ja, und sie empfiehlt hier Sternengeschichten von einem ihrem ehemaligen Kollegen, Florian Freistetter, Sternengeschichten, und ein Podcast, der heißt Die drei Formeltiere. Ja, klingt auch ganz spannend, werde ich mal reinhören. Ich werde jetzt nicht so viele Wissenschaftspodcasts hören an sich, weil es nicht ganz so mein Thema ist, aber zumindest mal reinhören, wie es produziert ist, ist immer ganz interessant. Und der Mike hat auch noch geschrieben, er hat es richtig erraten mit 7, den Film, falls ich Rhabarbersaft geschrieben hatte, nicht richtig, hat Rhabarbersirup gemacht in diesen kleinen Flaschen, die wir da hatten. Und die verlängert er dann mit kaltem Sprudelwasser und dann ist das sehr erfrischend im Sommer. Das klingt schon sehr gut. Es gab, als ich klein war, kann ich mich erinnern, gab es auch sehr viel so Sirup, so Limonadensirup. Da gab es so Himbeere, Orange und sowas. Gibt es immer noch. Und heißt Tritop. Ja, bei uns hieß es damals irgendwie anders. Da gab es Tritop nicht. Das war irgendwie mehr oder weniger, weiß ich, aus kleinen Produktionen. Auf jeden Fall war das nämlich das Schöne. Ich mag ja keinen Sprudel. Und es war halt sehr schön, dass man das dann auch ins stille Wasser reinmachen konnte. Und so. Fand ich gut. Apropos, ich trinke gerne nach dem Laufen, trinke ich gerne Ensinger. Da gibt es hier so ein ISO-Getränk von Ensinger. ISO-Sport heißt das. Warum können die das Zeug nicht ohne Sprudel machen? Ich habe schon Ensinger selbst angeschrieben. Aber hat mir keiner geantwortet bis jetzt. Jetzt muss ich das mal öffentlich machen hier. Wenn die mir nicht antworten, muss ich unsere Popularität nutzen hier im Ländle. Muss ich mal sagen, hey Ensinger, stellt euch vor, ihr seid eine Stunde gejoggt bei der Hitze. Jetzt kommt ihr zurück in die Wohnung, denkt euch, jetzt was trinken. Macht die Flasche auf und wollt das trinken, weil da sind ja auch so isotonische Sachen drin, die man dann durchaus braucht, nachdem man so viel geschwitzt hat. Ja, und dann sprudelt das die ganze Zeit. Man kann nicht so viel trinken, weil es bläht sich alles. Aufstoßen, ne? Bläht sich alles auf im Hals und so. Puh. Mhm. Nee. Warum? Ja. Und schütteln kann man es auch nicht, weil das ist von der Konsistenz her. Also es gibt ja manche Sachen, die kann man schütteln und dann ist der Sprudel relativ schnell raus. Also man kann den gut ablassen. Ja. Und dann gibt es aber wiederum Getränke, wenn du die schüttelst, dann bildet sich oben so ein Schaum, dass du ganz, ganz schlecht den Druck wieder ablassen kannst. Ne? Mhm. Ja, jetzt sind wir ein bisschen off-topic hier, aber Ensinger, wenn ihr das hört, ne? Also, oder falls Mach es mal eine stille Version. Es gab ja früher mal Gatorade, ja, die gibt es irgendwie nicht mehr. Ich sehe das nirgendwo mehr. Weiß nicht, das war ja stilles Zeug. Aber das war auch nur so wenig. Ensinger ist halt gleich mal irgendwie ein Liter. Das ist halt gut. Egal. Mhm. Ja. Jawohl. Aber ich kann ja mal reingucken, was bei Amazon bestellt worden ist in der vergangenen Woche. Und für alle, die es nicht wissen, es gibt auf kinocast.net etliche Links, die man so klicken kann, zum Beispiel so Filmempfehlungen. Ich werde dann bestimmt jetzt zum Beispiel Forrest Gump bei der Folge verlinken. Oder auch auf der rechten Seite gibt es so ein kleines Banner, irgendwie unterstützt uns durch Amazon oder irgend sowas. Und wenn ihr da draufklickt und dann
bei Amazon irgendwas bestellt, dann kriegen wir eine kleine Provision. Euch kostet das nicht mehr und der Kinocast kann seine ganzen Ausgaben dann decken oder wie zum Beispiel, wenn wir Gewinnspiele machen, irgendwelche Portokosten und sonst was alles. Ne? Ist ja auch nicht wenig. So, ich guck mal. Vielen Dank an den oder die, die Folgendes bestellt haben in den letzten sieben Tagen bestellt, aber in den letzten sieben Tagen hat zumindest das irgendwie Amazon mir registriert hier. Ein Licht für ein Aquarium von Juwel, ein Philips Avent Babyphone, die sind gut, die haben wir auch gehabt damals. Rittersport Vollmilch laktosefrei, die muss ich mir mal angucken. Das gilt. Aha, laktosefrei und glutenfrei. 2,99 € kostet eine Tafel. Puh. Okay, Hauptsache sie schmeckt. Dann, okay, was ist das? Western Digital. Hatten wir es nicht letzte Woche schon vorgelesen? So eine 6 Terabyte. Ach so, ja, wir nehmen heute Samstag auf. Das heißt, wenn in den letzten sieben Tagen, wenn das irgendwie Sonntag war, dann könnte jetzt doppelt was kommen, ja. Was ist das? Frusano Filibären. Das sind quasi Gummibärchen aus fruktosefreiem Glukosesirup ohne Kristallzucker und glutenfrei. Anscheinend hat einer von unseren Hörern eine Glutenallergie oder irgendwas und will sich glutenfrei ernähren. Ja. Dann noch jemand hat ein Philips Huey Strip Light Strip. Wahrscheinlich so ein Licht, so ein Klebeband mit kleinen LEDs drauf, was man irgendwo hinkleben kann. Und was ist das? Folge 121 von Bibi Blocksberg auf CD, der neue Schulgarten. Okay, das war's für diese Woche. Vielen Dank an alle, die hier irgendwas wiedergefunden haben, was sie bestellt haben. Vielen Dank, dass ihr den Kinocast unterstützt. Ihr könnt uns auch unterstützen, was leider ein bisschen zu wenig gemacht wird, nämlich durch Kommentare bei iTunes, weil iTunes hat ja auch so ein Ranking für die Podcasts und wenn da so häufig mal so eine Bewertung kommt, so 5 Sterne oder so mit einem netten Text drunter, dann steigt man dann auch höher in den Ranking und wir kriegen halt wieder mehr Hörer und mehr Hörer sind wieder mehr Einnahmen und so. Ne? Das wäre nicht schlecht, wenn ihr da vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach bei iTunes mal kleine Rezension macht, das geht ja relativ fix, braucht ja nur 5 Sterne geben und kurz schreiben, ja, alles super und absenden oder so. Das wäre gut. Ansonsten könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr einfach einen Kommentar schreibt, einfach mal euch beteiligt hier an der Sendung, das freut uns auch immer sehr. Und denke ich mal, sind wir für diese Woche durch oder hast du noch irgendwas? Nein. Nö. Fertig. Ich werde mich dann mal morgen nach Berlin begeben. Keine Angst für jemanden, der das hört, der hier die Wohnung ausräumen will. Die Wohnung ist nicht leer, die ist besetzt. Und wir haben einen Hund. Nein, Also, bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, der von mir in Berlin ein Autogramm will. Also gibt es in Berlin wahrscheinlich keine Fans. Die haben ja, der Berliner Podcast-Cluster ist einfach zu stark. Da können wir hier vom Süden aus da nicht reinstrahlen. Jo. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Kate. Bis immer nächste Woche dann. Ich hoffe, du kriegst einen guten Sneakfilm am Montag. Und wird schon. Hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Bis dann. Tschüss. Alles klar, bis dann. Ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Ha! Ha! Ich bin mal die Lasche auf, Uli. Wenn ich das sage, du sollst zum Pferdl gehen. Dann gehst du zum Entschuldigung, Pferdl. Ich glaube, du bist angefragt für den... Oma, für den arabischen Taxifahrer. Magst du die Oma bitte? Nein, den spiele ich nicht. Entschuldigung? Ich bin Österreicher. Herr Bilic, nehme ich an. Es geht um eine Fendung. Wir haben uns da mehr erwartet von Ihnen. So was Geiles, so was Tschuschenhaftes irgendwie. Scheißdreck! Geschissener! Ah! Wir suchen für eine Doku Leute aus dem Viertel hier mit Migrationshintergrund. Und den habt ihr ja, oder? Was heißt das? Wollen eine Serie mit uns drehen? Ganze Serie. Du bist kein Tschusch. Also vergiss es. Na und, ich kann ein Tschusch werden. Also, was wollt ihr? Was macht man so als Ausländer? Wie in Hollywood, Amana. Nutten, Kokain, du hast alles, weißt du? Du machst uns den Drogendealer. Na Mann, sowas mach ich nicht. Vergiss es, vergiss es. Nur weil er schwarz ist? No motherfucking way.
Hab ja. Du bist eine Nutte. Oh Gott, Entschuldigung. Als Ausländer ist dir nie langweilig, Mor. Genau das meine ich. Könntest du uns ein bisschen coachen? Das kommt ein bisschen so auf bulgarischer Stricher, Junge. Also was? Brad Pitt scheiße neben dir, Alter. Ich schwör. Ich bin ein Ausländer, ey Bruder, tank mal ein Zehner. Kein Exit mit jedem verwandt und verschwägert. 30 Cousins passen rein in dein Benz. Du musst jeden umarmen, obwohl du keinen davon kennst. Sie stellen uns ins falsche Rampenlicht. Und das brauchen wir hier nicht, ja? Es ist alles halb so schlimm, okay? Schlimm, es ist unser Leben, verdammt nochmal. Znaš li ti šta bi ovaj grad bio da nema ljudi kao što smo mi? Nijedan grad na svijetu ne bi funkcionisao. Ich glaube, wir haben zwei Wappler im Haus. Der eine raucht, der andere hat dazu enge Hosen. Man kann es auch über 3 Meter Integration bis zu deppert.